Als ich 2020 den Golf zu SR gegeben habe, um dort von Diesel auf Benzin umbauen zu lassen, musste aufgrund der Leistungssteigerung hier direkt eine verstärkte Kupplung mit verbaut werden. Ich habe mich damals für eine Sachs Performance Kupplung entschieden, da diese bis zu 550 Newtonmeter übertragen konnte. Bei SR haben wir das Drehmoment auf 550 Newtonmeter begrenzt. Trotzdem gibt es jetzt ein Problem. Ja, das Problem ist bei deinem Auto. Leider hat es die Kupplung nicht geschafft, die Leistung auf die Straße zu übertragen. Die Kupplung ist durchgerutscht. Man sieht, dass die Kupplung leicht verglast ist. Dass das zweimal so ein Schwungrad leider die Leistung nicht ausgehalten hat. Da sieht man, dass sie axial und vertikal, sag ich mal, Spiel hat. Einen leichten Widerstand darf man so spüren beim zweimal so ein Schwungrad, aber das ist komplett ausgeschlagen. Wie bei Druckplatten auch zu sehen, sieht man Verfärbung, Hitzebildung, dass einfach zu viel Hitze stattgefunden hat. Und quasi, dass einfach sogar noch kleine Hitzerisse entstanden sind, dass die Leistung einfach überhaupt nicht mehr übertragen werden konnte. Das ist jetzt alles von Sachs. Bevor wir das auseinandergebaut haben, hatte ich hier nämlich schon mal eigentlich das Ding bestellt. Aber Benny meinte von BK Performance, dass umso weniger Pads du hiervon hast, umso ruppiger lässt sich das Ding anfahren. Hier ist ja eine ganz normale mit einem Zwei-Massensprungrad gewesen. Und hier ist das ja komplett durchgehend der Belag. Die kann jetzt ein bisschen mehr Newtonmeter, weil ihr erinnert euch, wir hatten ja damals bei SAR hatten wir das Drehmoment begrenzt, auch aufgrund der Kupplung zum Beispiel. Die hier würde das Problem oder hätte das Problem gelöst. Allerdings sagt, wie gesagt, Benny, am besten gehst du ganz von Sachs weg und zwar nimm am besten das hier. Hier ist keine Werbung eingeblendet, soll auch keine sein, nur für die Golf 7 Fahrer unter euch. Kostet genau das gleiche für das ganze Paket und kann mehr. Ne? Und Benny, also wie gesagt, wenn ich sage Benny, dann meine ich BK Performance, er verbaut die am liebsten, weil es damit keine Probleme gibt. Hier gibt es allerdings einen Unterschied. Und zwar, das ist jetzt ein Einmassensprungrad. Genau. Was ist denn der Unterschied? Was bedeutet ein und zwei? Ich sag mal so, das Einmassensprungrad, das ist halt ungefedert. Das ist komplett starr, sag ich mal, am Kurbelwendtrieb festgeschraubt. Und das Zweimassensprungrad ist quasi gefedert, so dass wenn du einkuppelst, sag ich mal, wenn du immer Kupplung tritt, du lässt die Kupplung los, dass es quasi ein sanfteres Anfahren ermöglicht. Wird aber dann quasi hier bei deiner neuen Kupplung quasi ein bisschen über die Druckplatte, über die Kupplungsscheibe ausgeglichen, weil die Kupplungsscheibe quasi dann gefedert ist. Nicht so wie jetzt die Sachs, die du als erstes bestellt hattest, die hatte keine Federung. Mhm. Ja, das würde dann quasi, hätten wir die verbaut plus das Einmassenschwungrad, das wäre dann ein sehr ruppiges und starkes Anfahren gewesen. Das wäre auch auf jeden Fall nicht schön gewesen. Mhm. Ja. Wie man hier sieht, bei deiner alten zum Beispiel, die hat auch keine Federung. Dafür war das Zweimassenschwungrad zuständig. Okay, richtig. Ja, genau. Ne, ist dann hier eine verstärkte 8-Pad sind da Metallkupplung, gefedert halt mit dem Einmassenschwungrad und der zugehörigen Druckplatte als Komplettpaket. Ja, mega. So, mit wie vielen Newtonmeter drehen wir die jetzt an? Also das Einmassenschwungrad drehen wir einmal mit 40 Newtonmeter überkreuzt, dann einmal mit 60 Newtonmeter und dann noch einmal die 90 Grad, weil das Dehnschrauben sind und die Druckplatte, weil das M8er Schrauben sind, bekommen sie 25 Newtonmeter. Neues Ausrücklager quasi für die Kupplung, was dann quasi die Druckplatte betätigt, dass die Kupplung halt getrennt wird. Ist das ein Unterschied zwischen dem alten oder ist das beides gleich? So wie ich das jetzt schon so vom Aufbau hier sehe, das wird wahrscheinlich das Originale sein oder auch von Sachs halt, was du vorher drin hattest, was ja auch noch einen Zwischenstecker hat und eine Dichtung ist. Hier haben sie es komplett halt in einem Gussteil. Wird wahrscheinlich ein bisschen verstärkt sein, weil die Kupplung, also weil die Druckplatte auch verstärkt ist. Ne, dass quasi halt, dass die Kräfte halt besser verarbeitet werden können, dass da halt nichts brechen oder platzen kann.
Ja, was soll ich sagen? Auto fuhr da eine ganze Zeit lang, fuhr auch sehr, sehr gut. Also die Kupplung bin ich wirklich mit zufrieden. Ich wollte euch da noch so ein kleines Feedback zugeben quasi. Auto fährt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen dran gewöhnen musste, die Kupplung, also die Sachskupplung, die war schon sehr, sehr sportlich und schwer zu, was heißt schwer? Schwerer als Standard halt zu treten. Und bei der jetzigen Kupplung ist es halt noch ein bisschen härter. Aber das ist halt Motorsport, das ist ein Einmassenschwungrad. Ich denke, das ist ganz normal, dass das so ist. Ich wollte nochmal Danke sagen. Von dem letzten Video habe ich sehr viel positives Feedback bekommen und sehr viele Glückwünsche von euch. Danke auf jeden Fall dafür, hat mich sehr gefreut. Ja, sowas liest man natürlich gerne. Danke, wie gesagt, dafür. Ja, jetzt steht der Wagen wieder bei BK, weil Schrott, Motor ist kaputt. Wenn ich gleich mein altes Handy zum Starten kriege, dann kann ich euch das einblenden, würde nicht, dann nicht. Ja, wir bringen gerade das Auto zu BK, weil, ich weiß nicht, ob man das im Video hört. Hört ihr das? Das ist so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Klackern, als würde irgendwas bewegen. Ja, das ist halt so ein richtiges Klackern im Motorraum. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Das ist brutal. Aber da kriegt ihr natürlich auch wieder Material zu. Von ja, was da Sache ist, weil das weiß ich halt auch, wie gesagt, immer noch nicht, was da mit ist. Ich habe zu BK gesagt, stell den da bitte einfach irgendwo in die Ecke und mach ganz in Ruhe. Ich habe mit dem Wagen sowieso nicht wirklich viel vor mehr dieses Jahr. Außer, dass wir ja den Lack abreißen wollen. Auf der ersten Motorshow wird der Wagen zum Beispiel dieses Jahr sowieso auch nicht stehen. Weil, ja, er stand jetzt einmal da in dem Kleid und ich muss jetzt nicht den Wagen mit dem gleichen Design oder so zum Beispiel wieder dahinstellen. Ich glaube, die Leute, die den Wagen gesehen haben, die haben ihn, oder nein, ich glaube, dass die Leute, die den Wagen sehen wollten, ihn auch gesehen haben. Und wenn es halt nur bei Instagram ist, ich denke mal, dass ich auf den PS Days auf jeden Fall wieder stehen werde. Vielleicht sogar mit meinem eigenen Stand, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Genau, das ist das, was ich euch sagen wollte. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao.